Wir machen jetzt da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und ohne groß zu reden, machen wir weiter. Und reden jetzt mit dieser Person. Da gibt's noch Munition. Du bist am richtigen Ort, Dani. Ja. Sprechen. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten Spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Fallschirm, Werkzeug. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt deine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Doppelagenten schmieren. Manche Soldaten sind FND-Doppelagenten und haben wertvolle Informationen für dich. Steck deine Waffe weg, bevor du dich ihnen näherst. Schmiere FND-Doppelagenten mit iranischen Pesos, finde Depot, werden auf deine Karte eingezeichnet. Okay. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Ein paar. Mach jeden Kill. Was für 20? Sag mir, was du weißt. Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Danke sehr. Klar. Was auch immer du und Reißer vorhabt. Ich will nicht da sein, wenn es passiert. 5 neue Depots. Oh, hier zum Beispiel. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familien zu ernähren. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst. Mach ich. Hier ist eine Kiste. Die ist dahinter, oder? Geh weg. Da unten. Wir sollten jetzt nicht anhalten. Gibt's noch was zu sammeln? Nein. Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job Ansprache gehalten. Ja. Oh, bin gerade runtergefallen. Auskundschaften, ja, weiß ich doch. Habe ich vorhin schon gemacht. Teil. Schrott. Werkbank. So, können wir mal gucken, ob wir hier, als Premier 2, Premier 3, ob wir, ein Scope machen können. Ein schönes. Natürlich nicht. Schießpulver. Wieso braucht man ein Schießpulver? Ah, das ist Schalldämpfer. Nein. Hier will ich hin. Doch, Schießpulver. Wieso braucht man ein Schießpulver, um... Egal. Habe ich leider nicht. Schießpulver, industrielle Platinen. Okay, krass.
machen. Ich brauche halt Schießpulver, ne? Und die Schießpulver ist doof. Hier liegt noch was. Da ist der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Okay. Na, schwer gepanzert, ja? Kann ich denn eigentlich schon Takedowns für schwer gepanzerte Gegner? Wahrscheinlich nicht. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Du könntest einen Fallschirm einsetzen, den du beim Fallen Kreis drückst, okay? Es sind doch im Prinzip nur die vier Leute, oder? 1, 2, 3, 4. 5. Da unten ist auch noch einer. Ah. Von der Seite komme ich rein. Ich würde es eigentlich lieber gerne schleichen machen. Na dann, let's go. Aber ich will erstmal die Kiste hier haben. Da lang. Flugverbotszone. Diesem Wasser. Und wir haben Kleber. Schießpulver wäre mir zwar lieber. Hier draußen bei dem wir gleich mal probieren, ob wir den im Nahkampf ausschalten können. Dass der hier herguckt, ist doof. Sieht der mich da oben? Der Junge ist ein bisschen verwirrt, oder? Was geht? Früher bei Far Cry musstest du ja immer erst lernen, die... Oh, mein Krokodil! Oh mein Gott! Der ist dann rumgerannt, deswegen hat er so komisch geguckt. Aber ich sehe gerade, ich habe noch nicht alle aufgedeckt. Irgendwo ist da drinnen noch jemand. Sieht man im roten Rauch unten. Geil.
Squad. Oh, ein bisschen Action. Der kann auch kaputt gehen. Aber wenn man zu oft schießt. Ah, okay. Danny, pass auf. Sie haben ihre Patrouillen zurückbeordert. Ist im Ernst? Du meinst, das sind noch mehr von denen? Nein, du bist erledigt. Schaffst du ihn, oder? Komm ja mal mehr. Ey, was ist das? Die spawnen hier genau vor mir. Es ist echt komisch, dass die hier alle genau vor mir spawnen. Ich glaube, der nächste. Ach, leck mich doch hin. Mein Gott, was hier los ist. Das war frech. Mal hier. Hallo? Sprühdosen. Eine Sprühdose. Komisches Deutsch. Geld. Was hier alles gibt. Ist unter mir. Wenn du von einer Überwachungskamera entdeckt wirst, wird Alarm ausgelöst und Verstärkung gerufen. Lass dich nicht entdecken. Die Kamera. Gibt's Kamera? Sehe keine.
Leben sie überhaupt noch welche, oder? Jemand da? Oh, wo ist hier eine Kamera? Viel zu sammeln. Oh. Eins von 143. Okay, verborgene Geschichte. Ich hab das Waffenlager. Das Uran ist da drin. Kamera. Okay, Alarm war ausgelöst. Hier ist noch Materialien. Ist irgendwo noch eine Kiste? Ist unter mir. Ah, hier. Denn hier? Ich hätte auch von unten kommen können. Oh, wahrscheinlich. Muss ich mir fürs nächste Mal merken. Ist noch tiefer. Verschlossen. Okay, wie komme ich jetzt da rein? Ah. Was ist das denn? Der Autokrat. Eine Pistole. Einzigartige Pistole, oh. Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich. Der Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht. Hm, nett. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Sachen richtig zu erkunden, ne? So, und die sind oben. Tut ja keiner mehr. Munition ist voll. Dann gehen wir mal hier rein. Will die Schlüssel zur Waffenkammer. Verschlossen. Achso. Ich brauche einen Schlüssel. Den habe ich, glaube ich, hier oben umgebracht, oder? Muss er sein, da. Der Schlüssel. Damit sollte ich Juans Uran bekommen. Nur gut, dass es mir angezeigt wurde, wo der Schlüssel liegt. Sonst hätte ich jetzt hier ewig suchen dürfen. Aber ich war hier schon mal drin in dem Raum, oder? Ja. Jetzt kann ich mir ein ordentliches Scope machen. Aber man kann ihn auch streicheln. Oh.
Da war eine Trophäe. Das Uran. Ich hab dein beschissenes Uran, Juan. Dann schwing deinen Arsch her zu mir. Aber das nächste Mal will ich... Juan? Juan? Aber ganz schön aggressiv. So, jetzt sind wir fertig. Ist zwar nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich wollte, aber naja, mein Gott. Hat auch funktioniert. Machen wir Schnellreise? Ja. Machen wir Schnellreise. Dass das sogar geht in ein Sperrgebiet. Isla Santuario. Sprechen wir jetzt nochmal mit Juan. Oje, Juan. Haha, das ist Improvisationstalent. Abgeröchertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein! Die habe ich früher immer mit Lita ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das ist ein Supremo. Supremo. Sieht wie ein Raketenwerfer aus. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Tüfteleien, Juan. Ja, ich auch. Gerola, du bist neu hier, oder? Tostador. Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Supremos sind nicht nur einfache Zerstörungswerkzeuge, Danny. Ihre Hilfsmittel lassen deine kühnsten Träume vom Chaos wahr werden. Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist Supremo-Kleber. Du brauchst ihn, um Hilfsmittel herzustellen. So, da bin ich wieder. So, hier, was soll ich jetzt machen? Ja, ja. 7 Mods verfügbar. Wähle ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine falschen Antworten. Die Wahrnehmungsgranate markiert Gegner in der Nähe. Ein rau erzeugtes Gerät, das Sichtlinien stört und... Eine lautlose Wurfwaffe. Aus cool. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Nee. Bin noch gar nicht fertig. Schubst. Jetzt rede mit Clara. Ich will zur Bank erstmal. Denn ich kann ja hier noch andere Sachen machen. Zack. Dynamit. Nimm Dynamit. Zack. Was war denn das? Was ist das? Aussehen. Passe das Aussehen an, werte Mods. Ah, okay. Sprühdose. So, Quatsch. Mods. Also von diesem Kleber braucht man echt verdammt viel. Halt. Jetzt mal ein geiles Scope. Achtfach. Vierfach. Zehnfach. Okay, dann nehmen wir achtfach.
Das atmet man halt zu. Der Unterschied zwischen den beiden ist egal, boah. Das hätte ich gern. So. Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerriero. Öffne das L1, halt Waffenrad, wähle ein Hilfsmittel aus. Wirf das ausgewählte Hilfsmittel. Ja. Das ist ein großes Krokodil. Ich kann gerade nicht mein Scharfschützengewehr auswählen. Hamilton Khaki Field, Handgelenk. Es gab das Belohnung von deiner Mission, gell? Deine allgemeine Verteidigung wird stark erhöht, wenn du sprintest. Dann lieber mehr Munition. Flammenwerfer. Finde ich jetzt nicht unbedingt so geil. Aber was glaubst du? Der Koop-Modus ist jetzt verfügbar. Okay. Aber die Geschichte ist auf unserer Seite. Da oben. Hat nie eine Kugel aufgehalten. Selbst wenn wir durchkommen, hat Castillo 300.000 Leute auf der anderen Seite. Gut, du bist da. Ich muss dir nicht erklären, dass Viviro das Blut ist, das Castillos Regime am Leben hält. Er hat Arbeitslager für die Herstellung in ganz Yara errichtet. Auf diesen Plantagen pflanzen Ausgestoßene wie Sklaven Tabakpflanzen an, aus denen sie dann Viviro machen. Das sind unsere Leute, Danny. Misshandelt, gequält, in einer Dunstwolke giftiger Chemikalien. Es gibt ein Lager auf dieser Insel. Wir haben versucht, es zu zerstören, aber ohne Erfolg. Jetzt werden wir das zu Ende bringen. Julio wartet in einer Scheune in der Nähe auf dich. Also müssen wir sein Feld abbrennen. Zerleg dieses Sklavenlager. Suerte. Ich trinke nicht nach der Ruhe. Nach meiner Meinung gefragt, Herr Ferre. Oh, Krokodil, Mensch. Stehst du weg. Okay, Materialien habe ich nicht mehr, also können wir jetzt gleich zur Mission gehen. Solltest du vielleicht noch wissen. Aha. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. Supremos sind mächtige, von Juan gebaute Geräte, die dir einzigartige Fähigkeiten verleihen. Ja. Die haben eine Abklingzeit. Sich schneller wieder auf, okay. Wieso ist hier oben eine Werkbank? Aber ich kann eh nichts machen. Tauschhandel. Ach, hier gibt's ja das in. Dafür habe ich jetzt robuste Dichtungen bekommen. Ah, okay. Gibt auch Fahrzeugwaffen. Interessant. Aber hier kannst du nichts mehr verbessern. Okay. Interessant. Im Inventar kannst du dir einen Überblick über die Teile von Tieren verschaffen, die du besitzt, und herausfinden, wo gegen du sie eintauschen kannst. Okay. Wir müssen dahin. Da ist auch noch Zeit. Psst, Guerriero. Selber psst. Komm mir mal kurz dein Zeug. Achso, ich habe mein Schaufelswerfer gar nicht getestet. Da.
wäre natürlich so ein Schalldämpfer nicht schlecht. Was hast du? Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz, aber der wird von Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Aber dir wünsche ich viel Glück, Kompai. Muchas gracias. Oh, Höhle. Neuer Ort aufgedeckt. Wieder in der gebirgischen Hinterhaft? Nee, doch. Ist sogar hier in der Nähe. Mach mal Wegpunkt. Naja, was heißt in der Nähe? Was ist das? Mal auf den Flammenwerfer mal zu nehmen. Das ist ein anderer Eingang wahrscheinlich, ja? Na dann. Wow, wie hast du den gleich wieder gelöst? Dödel. Vielleicht eine spezielle Waffe? Wer weiß. Sie bedeutet mir ein. Das ist ja über mir. Ach nee, das ist der Eingang hier rein, okay. Höhle. Irgendwie mysteriös, diese Höhle. Ich habe keine Triade-Symbole mehr gesehen, seit ich ein Kind war. Ja, mach's nicht automatisch an, okay. Ist das hier was Mystisches, oder? Was wird das hier? Leidet. Keine Schatzsuchung aufgedeckt. Ich muss drei Sachen finden und die dann hierher bringen. Was haben wir hier? Hose? Nee. Armband. Was haben die Sterne zu bedeuten unten rechts? Die Seltenheit oder wie? Wurfmesser und Äxte fügen mehr Schaden zu. Und hier? Du bewegst dich leiser. Okay, und jetzt habe ich Schätze, die... Ne, das ist Mission. Die Schätze werden mir aber jetzt nicht angezeigt, oder wie? Geheimnisse der Höhle lüften. In Madrugada, Valle de Oro und El Este gibt es je ein verstecktes Relikt. Okay. Die Frage ist, wo ist das jetzt? Wahrscheinlich hier drüben irgendwo, oder? Naja. Hier, da. Und da. Ja, okay, das kann ich jetzt noch nicht machen.
Dann machen wir das weiter. Bin aber mal auf die Belohnung gespannt. Was es dann da gibt. Komme ich nicht durch. Ah, ist zurück. Herzinfarkt, Kollege. Und ich denke mal, von diesen Höhen wird es mehrere geben. Nee, da wollen wir nicht hin. Lieber Gott, hilf meine Tochter. Auf jeden Fall viele Rohstoffe besorgen. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Um sich ordentlich auszurüsten. Kennt man ja auch schon von Far Cry Zero Dawn. Nee, wie ist es? Wie ist Zero Dawn? Nee, wie ist das? Ihr wisst, was ich meine. So, wie ganz ruhig. Wegstecken. Gibt's eine Kiste? Wird sogar ja angemalt. Hose? Falsche Nista. Helm. Munitionshelm. Ey, ich hab das jetzt komplett das Set, oder? Munition, 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 Munition. Ja, ich hab's komplett. Die Verteidigung gegen Weichziel, Sprengen und Panzerbrechmunition wird leicht erhöht. Aber so eine direkte Statusanzeige hat man nicht. Wie es, Nee. Alter, was es hier alles gibt. Hammer. Refugio. Triada-Segen. Soll man auch Rang 3 sein? Okay. Na, endlich. Ach, er ist es. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein. Stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3, wir verpissen uns und Castillo kriegt eine nette kleine Botschaft von Libertad. Verstanden. Hier, diese Ausrüstung wird dich vor Feuer schützen. Und noch wichtiger, vor Castillos beschissenem Gift. Fuego-Fäustlinge. Das heißt, ich muss jetzt umziehen, ja. Ups. Ich habe fehlgedrückt zum Set ausrüsten. Das Oberteil gibt's nicht. Was, wenn du brennst, werden die Flammen automatisch gelöscht? Okay. Die richtige Schutzausrüstung für jede Situation hilft dir, am Leben zu bleiben. Ja, ja. Das richtige Werkzeug für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Okay, also der Helm schützt mich vor dem Gift und die Handschuhe vor Brennen. Interessant. Hör zu, Julio. Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet.
wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Vita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt es eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu, wenn wir das gemeinsam durchziehen, musst du von dem Gift wissen. Du meinst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240. Aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fickt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Und wenn dich das nicht umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Dann denk mal nach. Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gift. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von hier aus können wir es gut auskundschaften. Bin hinter dir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Das ist jetzt die Mission, die man auch auf dem Trailer sieht. Wo er gesehen hat. Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Sie. Stich Löcher in die Container, damit das Gift raus kann. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Tabu. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast einen Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Lass mal hören. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella, ciao. Aus des Geldes. Für Lita. Für Lita. Sorgen wir für etwas Chaos dann. Ja. Aber wir machen hier erstmal. Ich hab mich getroffen. Echt nicht. Als ob, das ist kein Headshot war. Wollt ihr mich verarschen? Wenn wir alle Spesch auf die Gruppe. Action! Da komm mit! Okay. Juan, dieser Supremo ist verdammt nochmal perfekt. Sie, denk dran, er ist eine Sie. Und um sie aufzuladen, musst du mehr Soldados töten. Das liebt sie. Mitnehmen.
der jetzt echt den Alarm ausgelöst. Keine Munition mehr. Ich hatte schwören, ich höre Musik. Ja, ich höre auch Musik. Aber für viel. Viel zu looten. Da kommt keine Frage. Den Scheiß ich getroffen hab von da oben, ey. Frech. Militärisches Ziel. Okay. Da läuft ja auch gerade die Melodie Bella Ciao im Hintergrund, das merke ich jetzt erst. Okay. Da ist noch eine Kiste. Ist die oben? Wahrscheinlich. Ich muss noch mehr zerstören. Ja, mach doch mal keinen Stress. Alle Zeit der Welt. USB-Stick. Ach, das meint der mit Musik. Die haben Verstärkung. Oh nein, tschüss. El despertado, encadenado. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 la tierra mía. 36%. Abfackeln. Da. Ich zerstöre alles. Und
doch wieder kommuniziert. Mich an die Far Cry 3 Mission von damals. Mir fällt auch gerade ein, dass das Lied bestimmt GEMA geschützt wird. Naja. Ja, ist auch ein Feld. Sind wir noch nicht fertig? Ikea. Das Lied ist 100%ig GEMA geschützt. Oh, wir haben geschafft. Oje. Scheiße, du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Si, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Mach gut. Einsatz abgeschlossen. Hier. Die wäre interessant. Schmuggelgut. Jo, ich denke mal, wenn wir mal das Schmuggelgut hier holen. Scheint eine Waffe zu sein.
aber weit. Clara, ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Litre würde jetzt lächeln. Danny, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Danny. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Da können wir gleich mal auswählen. Ups. Ist sogar Level 4. Hey, welche Basis ist damit gemeint? Ach, die. Ja, können wir als nächstes machen. Aber erst will ich die Waffe holen. Siehst du? Ist gerade für mich ein Tier erlegt. Haben wir nicht. Jo. Parece que hoy mi día de suerte. Es gibt Parkourtreter. Deine Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Hätte ich nicht gedacht. Achso, ich kann ja mal den Helm wieder rausziehen. Wobei, die Handschuhe können wir mal lassen. Ich glaube, ich werde schon noch öfters brennen. Hier sieht's cool aus. Ah, Turm. Waren zwei. Was lesen? Nachricht an Martin. Ah, eine Flinte scheint es zu geben. Okay. Eine Schrotflinte. Für Nahkampf ganz gut. Dann holen wir uns die doch mal. Ja. Nun, ne? Ich muss höher. Ach da. Verrückt. Ah, hier. Humidora Schrotflinte. Einzigartige Schrotflinte. Der erste Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden zu. Oh, hat sogar ein Scope. Talisman. Wo
Aber die geben keinen extra Bonus, die Talismänner. Okay, sieht nur optisch gut aus. Leicht vergrößertes Kurzstreckenvisier und richtet in einem kleinen Bereich Feuerschaden an. Also, soll ja mal ausrüsten, gell? Zack. Ups. Ah, nett. Da drüben ist jetzt die Basis, die ich jetzt gerne angreifen möchte. Was Franz Künstler Angelgebiet, neues Angelgebiet aufgedeckt. Man kann angeln. Okay. Komm zu mir. Da ist ein Ausrufezeichen. Okay, ich habe ganz dieses Krokodil gehört ins Wasser. Das ist ein Gegner. Das ist der Kiege. Sierra Pico. Was? Jetzt? Moja. Schöne Schaufel, ne? Moja, Ki. Hiciste algo bueno. Gracias. Ja. 6 neue Kisten. Oh Gott. Okay. Ah, die Schrumpfhülle scheint gut zu sein. Danny, meine Späher sagen, dass du in der Nähe des Treibstofflagers bist. Das ist jetzt eine FND-Basis. Und du willst, dass ich sie einnehme? Sie. Die Armee hat Basen auf ganz Yara. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir die Insel aus ihrem Bürgergriff befreien. Ich tue, was ich kann. Vor allen Dingen ein Mann soll hier... Naja. Wo ist das Angelding? Kann ich überhaupt schon angeln? Ich glaube nicht. Na gut. Dann holen wir uns mal die Basis. Ich hätte gerne noch mal eine Werkbank. So ein braver Hund. Was willst du? Nix. Clara, ich bin am Lager. Libertad braucht diesen Treibstoff. Du musst also nicht nur die Armee ausschalten und das Lager einnehmen, sondern auch das Benzin sichern. Das musst du clever anstellen, Danny. Such dir eine erhöhte Stelle und benutze dein Telefon, um Kameras und Alarme auszukundschaften. Ja, ja, verstanden. So, höher gelegenen Ort. Obere die FND-Basis. Ist hier noch was? Zettel. Ach, Scharfschütze. Nervt er, dass ich auf dem Scharfschütze wieder keinen Schalldämpfer habe. Das stört mich ein bisschen. Yeah.
so eine. Nett. Kann ich denn... Ups, das zweite gewesen, gell? Nein. Natürlich die 1. Ja, ich kann Schalldämpfer herstellen. Gibt's eigentlich auch einen anderen Schalldämpfer? Russischer Schalldämpfer. Der Waffenalarm wird etwas reduziert, die effektive Reichweite wird stark verringert, überhitzt schnell. Aber... Ja, ist beides dasselbe, oder? Wo ist denn der Unterschied? Hm. Genau wie hier. Ach, hier. Amerikanischer Schalldämpfer. MK2. Ja, so Heimlichkeit. Ah, verstehe. Hm. Ah, dann mache ich den amerikanischen. Erste Mal. So. So, dann gehen wir mal hier hoch. Dann schauen wir mal, was wir mit Schalldämpfer ausrichten. Scharfschützgewehr ausrichten können. So. Scharfschützengewehr. Wenn diese Tiere ausbrechen, bricht wahrscheinlich Chaos aus. Ja. Wie immer. Noch jemand hier, oder? Ja, hier ist irgendwo noch jemand. Hier irgendwo. Ich sehe einen Sani. Da. Das ist ein Sanitäter. Also geht so nicht. Ich habe das MG. Haben sie mich nicht entdeckt? Wer kommt jetzt hoch? Ich gehe runter. Alles klar. Was? Das ist für eine Aktion. Er hat wieder geheilt. Oh. Katze-Maus-Spiel hier. Nimm ich hierher. Kommt, dann gehe ich mal hier hin. Mit dem Ventil lässt mir das Öl raus, um eine Explosion zu verhindern. Lass mal das hier ausstellen. Das dauert ja ewig. Keine Verstärkung mehr. Verdammt. Ah, egal. Können wir mal die Schrotflinte testen.
Das war nicht heimlich. Naja. Erobert. Gerade zum Lagerraum. Hier sieht böse aus. Und wo ist der Lagerraum? Da. Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Leichtes MG. Na, irgendwas hier? Nö. Das hat eigentlich mit dem Ventil gemeint. Hab ich gar nicht drauf geachtet mehr. Naja. Egal. Du bist ein Händler. Präsidenten, klar. Achso, ich kann die Ressourcen auch gegen Pesos eintauschen. Okay, und hier kannst du kaufen. Was gibt sie hier? Du kannst Wälder durch Wände markieren. Okay. Du erhältst zusätzliche Herstellungsmaterialien. Der Schweißbrenner wird verbessert. Und du sammelst Gegenstände in der Nähe automatisch ein, solange du in einem Fahrzeug sitzt. Du kannst Munition und Pesos von toten Soldaten auf viel größere Entfernung einsammeln. Ja, okay. Waffen. Bisschen teuer ohne AK. AK wäre cool. Garcia. Stimmt, du warst ja die. Ja, ich brauche Schießpulver. Voilà. Suchst du was Bestimmtes? Nee. Alles gut. Wir machen jetzt. Ich sehe hier noch 4, 5 Kisten. 6 Kisten. Wir sammeln Kisten. Aber ich würde mal ein Fahrzeug nehmen. Ich bin noch nicht einmal Auto gefahren. Ja, voilà, Guerilla. Hier steht eh gerade keins, sondern was fährt. Ja. Ruhig, ganz ruhig. Gegner. Aber nur einer, oder? Jesu. Aber hinter mir ist noch einer. Steck die Waffe lieber weg, hörst du? Conjo! Hast du nicht gehört? Ich war kurz davor, dich umzulegen. Ja, ist ja gut. Hey, hola. Que bola.
sogar. Vuelve. ¿Qué coño? Oh, ich glaube, das brennt hier alles. Ich glaube, für die Schrotflinte brauche ich auch noch Munition, dass die Rüstung durchdringt. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Oh, die Schrotflinte gefällt mir. Im Nahkampf sehr gut. Hallo? Was gibt's hier? Hose? Ja, dachte ich mir. Medizin, für was brauche ich Medizin? Warum nicht? Das gehört in einen Zoo. Hey. Hola. Willst du eigentlich die Blumen gießen oder willst du den Boden gießen? die haben wir, jetzt nehmen wir die. Ja, noch höher. Oh Gott. Das ist Durstsäcke. Komm ich da rechts? Nee, ich muss links hoch. Nie ist mein Haken gestellt oben im Berg, wenn man eins braucht. Jetzt. Ach, da war er. Hey. Hallo. Geht sie hier hin? Ah, hier ist so eins. Wie die Leute überall rumlaufen. Que voilà! Ein Metall. Was gibt's jetzt? Handschuhe? Oberteil. Parkour. Was macht das? Bringt der mir? Er bringt mir. Deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Eine Ausdauer. Wann habe ich eine Ausdauer? Das Spiel ist echt hübsch. Sollte man von der PS5-Version noch erwarten, ne? Gibt es eigentlich auch einen Wingsuit noch? Ich glaube ja, gell? Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber ja. Das wäre Far Cry ohne Wingsuit. Wir haben es gleich um 3. Das heißt, die Hälfte haben wir gleich geschafft. Viva Libertad! Ja, sehe ich auch so. Kleber, Kleber ist immer gut. So, und dann haben wir hier noch eine und da noch eine. Fort Quito. War ich schon, gell? Ja, ich glaube schon. Und dann ist da noch mal eine. Angestellte.
Konkurrier, hier hast du mich jetzt erschrocken. Verlieben wir unauffällig, die Guerilla-Wege markieren mit ihrer blauen Farbe. Du willst zur Guerilla? Das fällt ja gar nicht auf. Füttern. Sind das hier diese Quokkas? Nee. Tschüss. Du auch was essen? Ey, du hast es eben schon bekommen. Ich wollte ihn hier. Hier los. Kümmer dich mal um die. Hilf mir mal! Tötet sie! Befreie dich! Hatte ich vor. Gracias, gracias. Alles klar. Nicht mal eine Belohnung bekommen, ey. Frech. Gerne mit. Von den abklingenden Waffen, da kriegt man, glaube ich, auch noch verschiedene. Glaube ich. Stress. Eilig. Was ist das denn für Vieh gewesen? Mungo-Fleisch. Passt auf mich auf! Was auch immer ein Mungo ist. Es geht ab. Los jetzt. Wo ist dir? Schnapp's dir. Schießt hier. Granada! Hier rüber. Ich glaub's hackt. Gib mir Deckung! Hast du das Tier jetzt eigentlich erlegt, oder? Ich. Hat zwar eine Ausdauer, aber man sieht keine Anzeige. Ich glaube, er hat sich erwischt. So, dann. Ach ja, das war die Basis. Ja, ja, machen wir schon mal. So, machen wir schnell die Kiste. Thank you.
meine Scharfschützen-Skills ein bisschen um. Da ist ein böses Krokodil. Hola, Perrito. Komm! 6 von 50. Na, das dauert eine Weile, bis er die 50 hat. Ist hinter den Bergen, oder? Ja. Ich tippe dieses... Oh, hier? Pferd rufen. Wer ist da? Ich tippe dieses Mal auf Helm. Oder? Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Parkourkappe. Deine maximale Ausdauer erhöht sich. Wo sehe ich denn meine Ausdauer? Habe ich denn überhaupt eine Ausdauer? Also ich weiß, dass ich einen habe, aber man sieht sie ja optisch nicht. Für was ich Medizin brauche, weiß ich auch noch nicht so ganz. So, haben wir jetzt hier... Na, da oben die eine noch. Gut, aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal noch eine Pause. Eine kleine. Und würde mich natürlich freuen, wenn er weiter dabei bleibt. Und wir sehen uns dann. Bis gleich. Soll natürlich auch Pause machen, gell?